als Kind weiß man oft gar nicht, oder als behüteter bei den Elternwohner, sage ich mal, weiß man oft gar nicht, womit die Eltern eigentlich so zu kämpfen haben tagtäglich. Man kommt nicht in Berührung mit dem ganzen Formularscheiß, mit dem ganzen Beamtenscheiß, mit dem ganzen Staatsscheiß, sage ich mal. Ich fasse das mal so zusammen einfach. Da hat man oft gar nicht die Peilung und weiß da oft gar nicht so zu schätzen, was die Eltern zum Beispiel alles von einem weghalten in der Zeit. Und dann ist man aber plötzlich überfordert, weil man wird plötzlich gezwungen, so erwachsen zu sein und plötzlich diese ganzen Entscheidungen zu treffen. Was willst du mit deinem Leben anfangen? Wo willst du hingehen? Lalala, alles, was du jetzt machst, sind Entscheidungen fürs Leben. Wie soll man diese Entscheidungen denn treffen? Es ist unmöglich, diese Entscheidung zu diesem Zeitpunkt zu treffen. Das kann man gar nicht. Ich mach hier mal so dicht. Es gibt zu dem Zeitpunkt gibt es auch gar keine richtige Entscheidung und eigentlich muss ich da hinten tatsächlich noch zubauen. Warte mal, wir haben hier das Kobbelding. Hallo? Techno. Hallo, jetzt beruhig dich mal. So, jetzt mal mit. Kobbelding, Wand, Lava. Kobbelding, Wand und da hinten muss die Lava hin. Das heißt, tatsächlich, wir müssen da noch einen in die Breite. Habe ich da drei von den Dingern? Nee, ne? Scheiße. Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall, was wollte ich sagen zu dem Thema nochmal ganz kurz. Leute, die straucheln im Leben, das kann man so festhalten. Geh in die Stadt zur besten Zeit des Tages, wenn alles voll ist. Schau dich einfach um und alles, was du siehst, sind Menschen, die früher oder später im Leben mal gestrauchelt sind oder straucheln werden. Alle. Und die Frage ist natürlich, was haben diese Menschen gemein? Was sie wohl getan haben, um dagegen anzukämpfen? Oder was haben sie... Na, sie haben im Grunde genommen nicht aufgegeben. Das ist halt das Rätsels Lösung. Das ist, im Grunde genommen ist es ganz einfach. Scheiße, ich rede mich ja um Kopf und Kragen. Es tut mir echt leid. Aber... Das ist auch ein komplexes Thema. Da kannst du nicht einfach sagen, ja, da musst du diese magische Zauberformel beschwören und dann ist alles wieder gut. Nein, es geht tatsächlich darum, einfach wieder aufzustehen und einfach zu sagen, so, ich mach den Scheiß, jetzt ist mir ganz egal. Ärmel hochkrempeln und loslegen. Und das Lustige ist, wenn man Dinge erstmal anfängt, wenn man Dinge in Bewegung setzt, wenn man einfach nicht zu lange drüber nachdenkt, nicht zu lange pipapo, wenn man einfach mal damit anfängt, wird man erstaunt sein, wie schnell man plötzlich Fortschritte macht, bevor man sich Sachen kaputt denkt, bevor man da sitzt und einfach sagt, ja, dann müsste ich das noch beachten, dann muss ich das noch machen und das da vielleicht auch noch. Ja, nee, dann lass ich's lieber ganz. Das ist einfach zu viel. Das schaffe ich nicht. Weißt du, das ist so, Menschen denken sich Sachen gerne kaputt. Das ist ganz normal. Je mehr man über Dinge nachdenkt, desto komplexer werden sie natürlich, weil man immer komplexer drüber nachdenkt. Aber diese Komplexität, das reicht doch, wenn man die später erreicht. Das heißt, es ist doch erstmal gut, wenn überhaupt erstmal irgendwas da ist. Und dann kann man gucken, aha, wie fahre ich jetzt damit fort oder wie baue ich das aus oder tralala. Hauptsache, du hast erstmal angefangen. Hauptsache, da ist erstmal irgendwas. Das ist genauso wie diese Firmen, die möglichst... oder nicht Firmen. Genauso wie diese spontanen Jungunternehmer, die dann möglichst irgendwie was auf die Beine wuppen wollen, was total gut ist. Finde ich super. Aber dann so lange drüber nachdenken. Ja, und wenn wir dann Firmen haben, dann brauchen wir das und das und lalala und tralala. Und in der Theorie dies, in der Theorie das. Aber mach doch erstmal die Praxis dahin. So, Moment. Erstmal kurz auftauchen. Also zum Beispiel, wenn ich mir Pläne vornehme oder wenn ich irgendwelche Projekte entworfen habe oder... Also ich habe schon viele Sachen gemacht, auch Spiele designt und tralala. Natürlich nur auf dem Papier, muss ich zugeben. Die sind aus Gründen immer nie was geworden. Meistens aus Zeitgründen oder aus... Aber ich trotzdem, ich erfinde gerne Sachen, sage ich mal, oder entwerfe gerne Projekte. Und dann schreibe ich alle Sachen in ein Notizbuch, arbeite das aus, überlege mir die technische Seite, lalala. Aber ich mache es halt immer so... Ich habe am Anfang das Grundproblem, sage ich mal, das größte Problem. Das ist genauso Problemlösung. So funktioniert Problemlösung. Du hast ein großes Problem. Ne? Du hast ein großes Problem, vor dem du stehst, ein komplexes Problem und weißt nicht genau, wie sollst du damit umgehen. Das Richtige ist, du brichst es erstmal in Teilprobleme auf. Habe ich da jetzt ein Beispiel für? Ja, wenn ich ein Spiel machen will zum Beispiel. Ein Spiel machen, das Problem ist ein Spiel machen. So, dann brichst du es in mehrere Teile auf. Hast zum Beispiel Grafik und Source. Also hier, Quellcode, ne? Und dann weißt du nicht genau, so, wie kriege ich jetzt was gewuppt, pipapo.
dann brichst du all diese Teilbereiche auf, bis du irgendwann so kleine Probleme hast oder so kleine Problemhäppchen, dass du diese lösen kannst. Und dann kann man die alle nacheinander angehen. Jetzt bin ich aber schon komplett wieder vom eigentlichen Thema abgewichen, das tut mir voll leid. Ja, auf jeden Fall, und wenn Dinge nicht so laufen, wie sie sollen, egal wie klein oder groß die Probleme sind, dann jammern nicht allzu lange darüber nach. Und natürlich, ein bisschen jammern ist immer gut, sich ein bisschen Frust von der Seele schütten ist auch immer super, aber nicht zu viel jammern, sondern lieber gucken, was kann man tun, um das wieder zu ändern oder um diese Probleme wieder richtig zu stellen. So, ich habe keine Kobbel mehr. Da habe ich jetzt echt ein Problem und ich habe auch keine Axt mehr. Ich habe keine Axt. Teilproblem ist, ich muss eine Axt herstellen, um eine Axt zu haben natürlich. Daraus habe ich das Teilproblem Holz und Silber. Beides habe ich zum Glück schon, sonst wär's, sonst müsste ich das wieder in Teilprobleme, Holz organisieren, Silber organisieren und so weiter und so fort. Und das so lange runterbrechen und Bäume fällen, in eine Höhle gehen, dort Silber finden, Monster bekämpfen und so weiter und so fort. Ach ja. So, Stefan sagt gerade, ich habe bei 1934 Eisen übersehen. Lüge! Ich habe auch noch gar kein Eisen übersehen, weil, weißt du ja, habe ich mich ganz schön lange an dem Thema festgebissen jetzt. Tut mir voll leid. Habe ich totgequatscht. So, warte. Ich brauche... Ah ja. Äxte. Und zwei. Zwei reichen. Das ist ganz gut, weil die Axt im Haus, ne, die ersetzt den Zimmermann. Und der Zimmermann hat frei. Wie weit ist, ich konnte mir den Zimmermann gar nicht mehr leisten. So, die Erde. Ich freue mich, dass wir zum Glück so wenig Kisten haben mit diesem Zeug hier drin. So, Universum schwarze Löcher hatten wir schon mal. Scroll mal. Lass dich scrollen. Ein anderer Murmet fragt, wieso nimmt ihr keine Crewmitglieder mehr bei GTA 5 an? Das liegt daran, dass wir das eigentlich selten machen, Crewmitglieder annehmen, sondern einfach, außerdem ist das hier die falsche Plattform, wie sie bei Minecraft. Nur mal ganz kurz darauf eingegangen, wir haben erstmal natürlich nur Freunde, erstmal war es unsere Crew, die vier Leute, und dann haben wir die Leute angenommen, mit denen wir spielen. Also die auch oft dabei sind und die sich dann wirklich bewährt haben als Freunde in-game so. Die haben wir angenommen. Aber wir nehmen ja nicht wildfremd einfach alle an, weil sonst sind die Crew-Server, wenn wir Crew-Server machen müssen, und das müssen wir teilweise, dann sind die einfach auch sehr schnell überlaufen und wir können nicht mehr aufnehmen. Deswegen müssen wir da leider ein bisschen selektiv sein, das tut mir sehr leid. So, was ging mir doch gleich aus? Kobbel ging mir aus? Wieso ging mir Kobbel aus? Verstehe ich nicht. Ich bin manchmal einfach, na gut. Sag aber nichts. Freunde, ihr seid wieder da. Ich freue mich. Freund. Lass uns planschen. Freund. Ich hab doch sonst niemanden hier. Ich dachte, der Puma reißt mich. So, egal. Wir schwimmen nochmal ganz kurz nach außen hin. Freund. So. Und eigentlich müssen wir auch Erde noch rausbaldowern, denn wir müssen noch ganz kurz... Ah, shit, jetzt sehe ich ja wieder gar nichts. Da muss ich nach da hinten. Eigentlich müssen wir da unten auch Erde anbringen, weil sonst können wir ja die Wand... Obwohl, da hinten Erde? Doch. Das machen wir dann von unten. Ist mir jetzt hier gerade egal. Und hier... 1, 2, 3. Wir sind ja eh fast durch. Es waren 3, ne? Es waren 3, genau. Nicht, dass ich jetzt noch einen vierten machen muss, aber ich glaube, es waren tatsächlich 3. Ja, ist ja gut. Ich tauche ja schon auf. Wie findest du das Wort Aussparung? Aussparung! Ich hasse Aussparung! Oh, das Fenster ist offen, wie peinlich. Ich freue mich schon, wenn ich meine Mietvertragskündigung in den Händen halte, weil ich ja die ganze Zeit die Nachbarn zubrülle mit meinen Aufnahmen. So. Ich muss umziehen! Also mich, weil ich stinke. So, warte, jetzt nochmal ganz kurz hier. Das ziehe ich mit ein. Ach nee, die Kobbels brauche ich ja. Das, wieso habe ich da eigentlich Silber? Wieso habe ich so viel Silber in der Tasche? Ich weiß es gar nicht. Bestimmt, weil es für mich Silbereisen ist. Da freut sich doch bestimmt der Fabian. So. Jetzt steht da noch, wie sind wir entstanden als Themenvorschlag.
Also, ich bin doch hier kein Wissenschaftskurs. Entschuldigung. Da müsste ich eine Doku drehen. Ja, wir sind alle aus dem See gekrochen. Ah, nee, Adam und Eva. Adam und Eva haben uns gezeugt. Also, wir sind alle Nachkommen von Adam und Eva. Und das würde erklären, warum die Menschheit im Großen und Ganzen Mongoloid ist. Und sich für was Besseres hält, als sie eigentlich ist. So. Aber sind wir mal ehrlich, Menschen sind im Großen und Ganzen schon irgendwo als Gesamtspezies. Sind jetzt nicht der Einzelne für sich, aber als Gesamtspezies sind wir schon irgendwo behindert. Deswegen, wir können eigentlich gar keine Behinderten diskriminieren. Wir sind alle behindert. In dieser komischen, verqueren Denkweise. Das fing ja schon im Mittelalter an mit dem Zentrum des Universums. Was? Kopfgeschissen, Junge. So, was hältst du von der sozialen Ausgrenzung alter Menschen? Das ist übrigens eine gute Frage, gestellt von Björn. Und ganz ehrlich, das ist tatsächlich ein Thema, das habe ich mir sogar schon aufgeschrieben im Notepad, in meinem Themen-Notepad, worauf ich mal eingehen wollte. Also eigentlich Teil eines Themas. Weil ich wurde in letzter Zeit oder dieses Jahr komischerweise zunehmend konfrontiert von mehreren Leuten so mit... Das kam so aus Richtung eines Teils der Community oder mehrerer Teile der Community. Es ging immer so um Selbstmordgefährdung. Ich möchte das Thema... Ich muss das wirklich mit Samthandschuhen anfassen, weil das ist ja kein Thema, was man jetzt lapidar runterbrechen kann. Selbstmordgefährdung ist keine gute Sache und eigentlich, wenn man sowas erfährt, immer sofort die Polizei verständigen. Allerdings, die Frage ist natürlich, wo wird die Grenze gezogen zwischen sozialem Hilferuf und ernst gemeinter Androhung sozusagen. Das weiß man ja selber auch nicht. Und wie gesagt, ich bin kein Psychiater. Ich bin für sowas auch gar nicht ausgebildet. Ich kann mir darüber theoretisch gar keine Urteile erlauben. Oder ich bin auch nicht, sage ich mal, so in der Lage eigentlich, selber mit sowas umgehen zu dürfen. Weil das Thema einfach so delikat ist. Und überleg mal. Da sagst du was Falsches, du willst jemandem Ratschlag geben, sagst das Falsche und wupp dich. Das ist nicht so gut. Ich hoffe, das niemals erleben zu müssen. So, auf jeden Fall, es geht auch nicht darum, jetzt herauszufinden, ja wer, es geht hier nicht um Sensationslust, das wollen wir uns mal einfach klemmen, bitteschön, liebe Freunde, sondern es geht einfach darum, dass das Thema... Alter, jetzt hör mal auf mit dem Geruckel, dass das Thema irgendwie akut ist. Boah, das mit dem Wasser nervt übrigens. Es geht darum, dass er mit dem Thema halt akut ist. Und, wie ich jetzt von der Ausgrenzung alter Menschen darauf komme, das ist einfach, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, es waren immer sehr junge Menschen, die das angesprochen haben, sage ich mal. Und, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das ist tatsächlich auch... Weil diese jungen Menschen, hört sich doof an, wenn ich das sage, ich weiß, scheiße, weil die sich eben einsam fühlen, weil die vielleicht irgendwo, ich weiß nicht, Aufmerksamkeit kompensieren müssen oder vielleicht fehlende elterliche Liebe, ich bin da leider nicht, in diesen Themen bin ich nicht so der Firmste, sage ich mal, aber das sind so meine laienhaften Vermutungen, dass ich glaube, dass das irgendwie so ein versteckter Hilfeschrei ist. So ein bisschen wie die Ärzte es gesagt haben, Schrei nach Liebe, nur der sich eben anders auswirkt. Und da wollte ich eigentlich ursprünglich als Thema den Vergleich zeigen, wie zum Beispiel das heutzutage ist. Man fühlt sich als junger Mensch sehr schnell einsam, sehr schnell ungeliebt, pipapo. Da gibt es verschiedene Aspekte, sage ich mal, die da zutreffen können. Ich mach das mal lieber da vorne. Mist. Ich hoffe, ich kann das Thema nicht richtig angehen, weil ich mich ja noch ein bisschen konzentrieren muss auf den Bau. Hätte ich mal nicht so komplexe Themen hier. Ja, auf jeden Fall ist es so, ich überlege gerade, wo ich jetzt wieder anfange, wo ich einen roten Faden finde, um einzusteigen. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass diese Menschen irgendwo ein Defizit haben. Nicht unbedingt ein man kann es tatsächlich Aufmerksamkeitsdefizit nennen, aber vielleicht auch berechtigt, weil dann vielleicht irgendwie die Eltern sich nicht gekümmert haben oder was auch immer. Ich bin nicht in der Position, mir ein Urteil darüber erlauben zu dürfen. Das darf ich leider nicht.
ich darf halt nur wilde Vermutungen anstellen. Und dann muss man aber auch diesen Menschen einfach mal sagen, natürlich kommt man sich in der Jugend, und das hatte ich auch, das gleiche Thema hatte ich doch auch durch und durch. Ich war in meiner Jugend, weiß Gott, auch sehr einsam und ich habe dann ja irgendwann auch dieses halbe Einsiedlerleben entwickelt, sage ich mal, so Moff-mäßig, Mensch ohne Freunde. Schäme ich mich heute auch gar nicht dafür, also null ungefähr. Ich habe diese Erfahrung halt gemacht und ganz ehrlich, ich bin heute froh, dass ich auch aus dieser Warte raus darüber erzählen kann oder mitreden kann oder vielleicht manche Dinge ein bisschen nachvollziehen kann. Ich bin letzten Endes froh um die Erfahrung, die ich gemacht habe, weil das Leben setzt sich letzten Endes doch nur zusammen aus den Erfahrungen, die wir machen. Und je mehr wir davon haben, natürlich positive Erfahrungen, das ist nicht unbedingt eine positive Erfahrung, aber man kann sie später positiv nutzen. Ups. So. Je mehr dieser Erfahrungen wir haben, desto mehr Spektrum haben wir im Leben, desto mehr... Also man kann es mal so versinnbildlichen. Jede Erfahrung, die du im Leben machst, ist wie eine Farbe auf einer Palette. Und je mehr diese Erfahrung du machst, desto mehr kannst du am Ende, und das hört sich ein bisschen schwülstig an, aber es ist wahr, desto mehr kannst du am Ende tatsächlich auch den Regenbogen sehen, der vielleicht manchen Menschen verborgen bleibt. Du kannst das Kleine in den Dingen schätzen lernen. Du siehst manche Dinge, die andere Leute vielleicht gar nicht so sehen. Und das ist einfach nur aufgrund genau solcher Erfahrungen, aufgrund von leider negativer Erfahrung. Wenn man immer alles hat, wenn man kein Problem begegnet, dann weiß man auch nichts zu schätzen. Dann weiß man sich zum Beispiel auch in der Welt nicht zu beweisen oder durchzusetzen. Ich hatte mal einen Kumpel, der war sehr behütet und Einzelkind. Der hat wirklich, war ein super netter Typ, pipapo, ich erzähle jetzt aber nicht zu viel. Der war Einzelkind und seine Mutti hat wirklich alles für ihn getan. Wirklich alles. Also ich sag mal so, um das zu überspitzen, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber wahrscheinlich hätte er danach gefragt, hätte sie ihn einfach nochmal gewickelt bis, weiß ich nicht. Und das hat sie sehr lange, hat sie quasi an ihm festgehalten. Sehr, sehr lange, bis in ein höheres Alter, sage ich mal. Also jetzt nicht 90 oder so, aber halt schon ein höheres Alter. Und das Problem ist, nach der Schule, der Typ war super in der Schule, hat auch, war ein Jahr im Ausland und so weiter und so fort. Super lieber Kerl, aber das Problem ist einfach, als er dann aus der Schule rauskam, war er leider komplett lebensunfähig. Weil er niemals diese, ja, oder halt im begrenzten Maße, aber selten diese Konfliktsituation hatte, mit dem man sich auseinandersetzen muss normalerweise als junger Mensch. Und das fehlt einem dann tatsächlich, weil diese Konfliktsituationen, so blöd die sind, egal was es ist, die bereiten dich eigentlich vor auf das, was da im Leben kommt, weil zum Beispiel das Arbeitsleben ist teilweise eine Ellbogengesellschaft, nicht immer natürlich, aber mitunter und so weiter und so fort, und das Leben ist voller Konflikte, das Leben ist kein wohlbehüteter Ponyhof, wie es so schon heißt, das Leben ist kein Ponyhof, das Leben ist einfach eine Aneinanderreihung von Konflikten und Problemen, die es zu lösen gilt. Und wer darauf im jüngeren Alter vorbereitet wird, wird sich später einfach besser durchsetzen können oder durchschlagen können, wird sich einfacher aufrappeln können, wird länger bestehen können. Das heißt, im Grunde genommen, je mehr man an diesen Erfahrungen in der Jugend mitnimmt, desto mehr wird man später bestehen, es sei denn natürlich, man lässt sich davon unterkriegen. Und das darf aber nicht passieren. Das darf nicht passieren, dass man irgendwo sagt, ich gebe auf. So, und jetzt gibt es ja all diese, ich sag mal, all diese Menschen, die dann vielleicht nicht genug Liebe erfahren haben, wobei ich nicht genau weiß, was genug ist und was nicht. Wie gesagt, bei mir war es ja auch nicht alles eitel Sonnenschein, ich kann das aber trotzdem selber nicht beurteilen. Aber trotzdem gibt es viele Menschen, die sich selber gerne beklagen und bejammern und selbst bemitleiden. Und das aus Gründen, wo man selber das Gefühl hat, oh, die ganze Welt ist gegen mich. Aber die ganze Welt ist nicht gegen dich. Und man hat es teilweise besser, als man sich selber traut einzugestehen. Weil ganz ehrlich, geh doch einfach mal auf die Straße und guck dich mal um. Und dann schau dir mal an. Nehmen wir einfach mal Obdachlose, die da sitzen, verwahrlost, Häufchen elend. Egal, was da schiefgegangen ist. Das können früher mal, das können früher Professoren gewesen sein. Das können angesehene Leute gewesen sein. Das können Leute gewesen sein, die sich nie haben etwas zu Schulden kommen lassen. Die früher immer gut waren, aber dann irgendwann einen Schicksalsschlag hatten, von einer Frau verlassen, Job verloren, irgendwas.
irgendwas, was jeden von uns treffen kann. Das kann dich treffen, das kann mich treffen. Und es kann so schnell vorbei sein. Alles, was man jetzt als selbstverständlich erachtet, alles, was man, wo man jetzt sagt, ja, das ist mein Leben, aber im Grunde genommen geht's mir doch nicht so gut. Im Grunde genommen, guck mal, was der hat, guck mal, was der hat. Oder ich will das und das, ich will dies und das, ich will Aufmerksamkeit, ich will geschätzt werden. Natürlich, das will jeder von uns. Aber eben immer im Rahmen bleiben, immer das auch zu schätzen lernen, was man hat. Wenn man zum Beispiel jetzt, auch wenn es nur online ist, wenn man da Freunde gefunden hat, hat man schon mehr, als eben dieser Obdachlose da wahrscheinlich hat. Und selbst wenn man denen sagt, schlaf im Heim oder sonst irgendwas, die müssen ja gar nicht obdachlos sein, die schlafen ja eben nicht dort, weil sie dort eben von ihresgleichen teilweise beklaut werden, weil man sich da untereinander auch prügelt, pipapo. Dann gibt's noch die richtig Asozialen, die dann irgendwelche Bumfights für Geld starten, pipapo. Und ganz ehrlich, guck dir mal dein Leben an und guck dir mal ihr Leben an. Und dann verrat mir mal, ist dein Leben mehr wert als ihres? Oder ist ihr Leben mehr wert als deines? Oder sind beide Leben gleichgestellt? Und das ist übrigens eine interessante Frage auch für diese ganzen Celebrity-Fragen oder Stars und Sternchen und sonst irgendwas. Wenn man den Obdachlosen da so sitzen sieht und sich denkt, ja, das könnte ich sein. Oder generell, man muss sich gar nichts denken. Man sieht ihn einfach nur sitzen und stellt fest, ich bin einen Scheiß mehr wert als dieser Typ, weil das könnte genauso gut ich sein. Und das ist eben genau diese komische Sternchen- und Hochhimmel- und sonst irgendwas Krams da, wo man Leute anhimmelt. Die könnten das genauso sein. Ich werde die ganze Zeit irgendwie hochgehalten. Ich gehe jetzt mal einfach von mir aus, weil ich so arrogant bin und so ein Schnösel. Nee, aber ich nehme mich da als Beispiel, weil ich sitze zufällig gerade hier und muss niemanden anders dafür dann ins Kreuzfeuer nehmen. Ich werde sehr gerne hochgehalten irgendwie als, die nennen es immer Webstar. Ich kann es nicht mehr hören. Wir machen uns auch selber schon drüber lustig. Webstar dies, Webstar das. Ja, gib mir das mal. Ich bin Webstar. Das steht mir zu. Es ist so lächerlich einfach. Und da werden wir irgendwie so hochgehalten, pipapo. Die klassischen Medien wissen damit größtenteils eh noch nichts anzufangen. Oder halt die klassischen, die Leute, die immer in den klassischen Medien waren oder abgebildet wurden, die kennen einen sowieso nicht. Also das ist alles so lächerlich. Und ganz ehrlich, trotzdem, momentan mit der YouTube-Diskussion, ne, Content wird abgestraft, pipapo, bei Let's Playern ohne Ende, neuerdings, jeder von uns könnte plötzlich da sitzen. Das heißt, niemand von diesen sogenannten Webstars, niemand von den Celebrities ist irgendwas, ist irgendein Deut besser als eben der Obdachlose, der da gerade sitzt. Niemand. Denn es könnte jeder sein, der vielleicht ein bisschen mehr Pech hat, der vielleicht nicht ganz so viel Glück hatte, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Wo ich mich selber nicht ausschließe. Natürlich hatte ich Glück. Ohne Ende hatte ich Glück.